Guten Morgen allerseits. Mein Name ist Thomas Mürach. Ich bin hier an der Universität Professor und zwar auch Leiter des Instituts für Wirtschaftsinformatik. Und wir arbeiten schon seit etwelchen Jahren eben an dieser ICT-Beschaffungskonferenz mit. Und in diesem Sinne heiße ich Sie ganz herzlich willkommen hier in den Gemäuern der Universität Bern. Es ist uns ja von der Universität immer ein Anliegen, dass wir Teil natürlich der Gesellschaft sind, dass wir in die Gesellschaft hineinwirken, dass eben auch solche Anlässe stattfinden können, Publikumsanlässe, die eine gewisse Größe haben. Dafür haben wir ja genau die richtigen Säle und dies ist eine wunderbare, finde ich, Umnutzung der alten Gleislegehalle der von Roll, die Sie hier vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber und hoffentlich zum wiederholten Male genießen können. In diesem Areal sind wir jetzt zum dritten Mal und es hat sich in den letzten beiden Malen eigentlich ganz gut bewährt. Es ist übrigens meine zweite Konferenz in 2 Wochen, die hier stattfinden. Es ist also gut besucht und ansonsten leider muss man sagen, der Sommer geht zu Ende. Ja, ich hoffe, Sie haben sich ausstaffiert. Es ist die Wettervorhersage, dass es umschlägt heute am Nachmittag hin zu gewitterhaft. Also, dass Sie zumindest Regenschirme dabei haben oder Ähnliches. Oder vielleicht haben Sie ja schon anderweitig geplant. Ich hoffe es nicht, denn es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Schluss zu bleiben. Wie gesagt, der Sommer neigt sich kalendarisch dem Ende zu. Dies ist die letzte Augustwoche, dann fängt der September an und damit der kalendarische Herbst. Und das bedeutet auch, der Vorlesungsbetrieb schon in der nächsten Woche werden wir diese Säle auch wieder bespielen. Dann heißt es allerdings Einführungsprüfung. 400, 500 Leute haben sich angemeldet. Das kommt ungefähr hin. Eine ganz andere Kategorie, in der man als Professor dann auch tätig werden muss. Das allerdings bleibt Ihnen heute erspart. Sie werden nicht geprüft. Ganz im Gegenteil. Sie bekommen viele interessante Informationen. Und ich wollte noch einmal eben, es ist heiß, noch heiß. Ich habe mich also ganz etwas verschwitzt beim Herkommen, also wundern Sie sich nicht, wenn ich etwas hier befeuchtet bin. Das wird sich geben im Verlaufe des Tages. Wie gesagt, es soll ja ein bisschen umschlagen und ich dachte mir, dass wir den Morgen beginnen eben mit einem kleinen Vorblick, auch nicht auf das Programm, das wird nämlich der Matthias Stürmer jetzt gleich tun, ist schon ganz ungeduldig, dass er das sagen kann, sondern wir werden einen kleinen Vorblick auf den Herbst machen. Der hat ja, wie gesagt, einige Vorteile, nicht nur Nachteile. Ein Vorteil ist, dass man eben nicht dauernd verschwitzt im Büro ankommt. Und ein anderer Vorteil, jawohl, da kommt der Anruf, das bin nicht ich, ich habe kein Handy, Dankeschön. Der andere Vorteil ist natürlich, dass wir allmählich zur Ernte kommen und ich darf Ihnen ein Gedicht vortragen. Ja, hier sind hier Kultur, Gedichte. Rainer Maria Rilke, der ja bekanntermaßen lange im Wallis gelebt hat und da selbst in Raron begraben liegt, hat also folgendes Gedicht auf den Herbst gedichtet. Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deine Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los, das passiert heute gerade. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch 2 südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Und dazu passt die Nachricht vom heutigen Tage, die Berner Winzer melden, also Kanton Bern, dass es ein wunderbarer Jahrgang sein wird. Das ist also eine gute Nachricht. Und die zweite gute Nachricht, IB hat sich qualifiziert für die Champions League. Das haben Sie aber alles mitbekommen. Und damit übergebe ich an Matthias Stürmer. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen stimmungsvollen Einstieg. Auch von meiner Seite herzlich willkommen an dieser 7. Ausgabe der IT-Beschaffungskonferenz. Wir haben heute ein volles Programm. Ich möchte gleich dann starten lassen. Nur zuerst noch kurz, wer steckt dahinter? Die Schweizerische Eidgenossenschaft, die Schweizerische Informatikkonferenz, der Swiss ICT, die CA Open und natürlich last but not least die Uni Bern als Veranstalter von diesem Tag. Aber wir haben auch verschiedene wichtige Partner aus der Branche, aus den verschiedenen Verbänden, die da diesen Anlass unterstützen. Inhaltlich haben wir wirklich einen sehr spannenden Morgen vor uns. Wir haben im Plenum 3 sehr unterschiedliche Keynote-Speakers. Zuerst werden wir einen Blick in die Politik wagen mit Katrin Bertschi. Danach wird Marc Steiner uns ein Update geben aus dem Bundesverwaltungsgericht. Und last but not least, Gian Matthias Schuckan wird uns zeigen,
zum Motto des heutigen Tages, die digitale Transformation. Was könnte man da tun? Umdenken, neue Modelle überlegen. Das ist von dem her wirklich ein spannender Morgen. Nachmittag werden wir durch Thomas Fischer einen Einblick, einen Ausblick haben auf die neue CIMAP 2019 Plattform und dann von Corinne Egli auch einen Ausblick auf das neue Ausbildungsprogramm, der neue eidgenössische Fachausweis, den es da gibt. In Ihren Unterlagen haben Sie verschiedene Dokumente erhalten, die ganze Broschüre, auch schon ein Feedback-Formular und dann verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten bei uns an der Uni Bern.